Alles beginnt mit dem Maßnehmen. Auf 55 sind sie dabei. Jeder Kopf ist anders, weiß Hutmacher Uwe Sutterer. Oder doch, auch wieder? Ja, ich bin ja Eichelleiter. Also, dann wäre ja sowas auch nicht verkehrt, ne? Dann lasse ich mal. Schwarz-Rot, ja. Ja. Schwarz mit Rot. In diesem Haus befindet sich auch seine Manufaktur, gleich hinter dem Geschäft. In der Werkstatt produziert er die Hüte, zusammen mit 10 Mitarbeitern. Seine Arbeit beginnt mit einem Rohling aus Wollfilz. Zuerst wird er mit Wasser besprüht und dehnbar gemacht. So. Ja, hier haben wir unseren Rohling. Der ist hier mit diesem feuchten Wasserdampf angekocht worden im Prinzip. Und das, was ich jetzt hier mache, ich strecke diesen Rohling, damit er nachher bequem auf diese relativ große Form passt. 30 bis 40 Hüte schafft sein Betrieb pro Tag. Heute sind es Musketierhüte für den Karneval. Im Ofen trocknet der Rohling bei 80 Grad. So, der ist trocken. In jedem Hut stecken 2 Stunden Handarbeit und 35 Arbeitsschritte. So, jetzt ist er trocken, hat seine Grundform bekommen. Ah, der meiste Spaß bringt mir eigentlich das, dass wir immer wieder was Neues machen können. Neue Hüte, neue Sachen entwerfen und auch dann auch wieder solche Sachen jetzt da, wo viele Stückzahlen zusammenkommen, dass es dann einfach dann, wenn man das fertige Produkt sieht, ist das dann einfach eine tolle Sache. Auch seine Eltern arbeiten noch mit. Seine Manufaktur ist klein und flexibel. Vor kurzem nahm seine Frau die Bestellung eines Theaterchefs an. Da mussten sie an einem Tag produzieren und ausliefern. 500 Bilder. Sagt er, ja, ich brauche 16 Zylinder in einer speziellen Höhe. Heute Abend müssen sie abgeholt werden mit Kurieren. Dann sage ich, okay, lasst uns überlegen. Und unsere Mannschaft hat es Gott sei Dank geschafft. Ja, die Premiere konnte am Dienstagabend stattfinden. Und das ist eigentlich, ja, das war eigentlich eine tolle Sache für uns auch. Ein bisschen stressig, aber es war vollkommen okay. Ja. Nur selten stellt er solche Modehüte her. Gegen die Billigkonkurrenz aus Asien ist er machtlos. Das Hauptgeschäft macht er mit hochwertigen Karnevalshüten und mit Trachtenhüten. Dieser Musketierhut kostet 90 Euro. Dafür bekommen die Kunden ihr Wunschmodell. Wir können nur manuell hier arbeiten, gerade jetzt speziell bei diesem Produkt, weil da gibt es so viele unterschiedliche Ziehformen, Garniturformen, unzählig viele Möglichkeiten, den anders zu gestalten, wie es eben Kunden individuell das haben möchte. Und deshalb auch nur reine Handarbeit möglich. Ja, viele Kunden aus der Umgebung bestellen direkt im Laden. So einer wie der nur ohne Maske. Er will einen Hexenhut passend zur Maske. Hier am Rande des Schwarzwalds feiern sie um diese Zeit den Beginn des Frühlings mit der alemannischen Fastnacht. Und mit einem echten Hexenhut kommen dann auch die Hexen herbei und vertreiben endlich den Winter.